Also ich glaube, es beschimpft sie im Augenblick auch niemand, sondern die Frage wäre ja, oder die Frage ist ja, ob das, was jetzt angefangen hat und was geschehen ist, nämlich dass Soldaten zunehmend polizeiliche Aufgaben machen, ob das nicht am Ende auch die Zukunft ist. Sprich, ob die Streitkräfte nicht am Ende zunehmend auch polizeilich ausgerüstet und ausgebildet werden müssen, angesichts der Konflikte, die wir heute haben. Denn die traditionellen, in Anführungsstrichen, zwischenstaatlichen Konflikte haben wir ja praktisch nicht mehr. Das ist jetzt eine ganz neue Fragestellung. Ja, natürlich. Manche Staaten agieren oder antworten darauf mit einer Gendarmerie. Ja. Wir tun das nicht. Was mir nur schwerfällt, ist, dass wir im Innern eine liebevolle und pingelige und strenge Diskussion haben über das, was militärisch ist und was polizeilich ist. Und im Ausland ist das Polizeiliche in Uniform dann herzlich willkommen. Da müsste ich noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, ob das nicht dann besser wäre. Das machen die Polizisten gleich selbst. Da sind wir bei der Frage natürlich nach den Kriterien für polizeiliche bzw. für wirklich militärische Einsätze. Es gibt auf internationaler Ebene inzwischen den schönen neuen Begriff der Responsibility to Protect. Ein neuer Begriff löst nicht unbedingt die Probleme, die sich in der Wirklichkeit ergeben. Können Sie umgehen? Haben Sie das Gefühl, Ihre Soldaten, die Bundeswehr kann umgehen mit dem, was dieser Begriff an Möglichkeiten und an Unterscheidungen für die Frage, wann gehen wir wohin, bietet? Also diese wirklich ausgesprochene Dreigliederung in die Stufen Prävention, schließlich Einsatz und vor allen Dingen auch die Abteilung Rebuild, also Wiederaufbau nach einem Einsatz. Hilft Ihnen das oder würden Sie sagen, das ist ein Begriff sozusagen, der im internationalen Kontext jetzt auf der Bühne steht, aber letztendlich uns auch nicht weiterhilft? Nein, das ist schon eine Hilfe, mehr für uns jetzt als für die Soldaten. Und da gibt es natürlich bei Prävention auch Dinge, wo es einen militärischen Beitrag geben kann. Zum Beispiel werden gesagt, wir wollen bewaffnete Parteien entwaffnen. Dann könnte das etwas sein, was Soldaten machen. Oder Umgang mit schwierigen Waffen, meinetwegen Chemiewaffen, die entsorgt werden müssen oder so, präventiv vielleicht damit. So, das sind Dinge, wo wir, aber da können wir nur einen kleinen Beitrag irgendwie leisten im Rahmen einer Prävention selbst. Was die Responsibility to Protect angeht, so haben wir sie ja jetzt mehrfach geprüft. Wir haben sie in Libyen geprüft und sind zu einem bestimmten Ergebnis gekommen. Wir haben sie in Syrien geprüft und sind zu einem bestimmten Ergebnis gekommen. Wir haben sie übrigens auch in Somalia, ich jedenfalls, geprüft bei der Frage, sollen wir mit Gewalt das Getreide zu hungernden Menschen in Somalia bringen, wenn die Shabab-Milizen das ablehnen? Ja? Das ist kaum diskutiert worden in Deutschland. Einen Tag wurde es mal genannt, irgendwie als Thema. Darüber hätten wir ein bisschen länger diskutieren sollen, nach meiner Auffassung, als manches andere. Auch unter Aufwand, Ertragsmöglichkeiten und unter Erfolg und so, aber so, die politische Lage, mit der ich konfrontiert bin, ist, dass in solchen Fällen viele, die keine Verantwortung tragen, wir sollten das tun. Und wir diejenigen sind, die dann argumentieren, dass wir das nicht tun sollten. Das ist eine neue Frontlage, dass sozusagen aus menschenrechtlichen Motiven heraus gesagt wird, ihr müsst doch dahin. Und dann die militärische Führung sagt, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wir wollen das nicht so richtig. Und da würde ich mir manchmal von der Friedensbewegung oder Friedensethik in diesen Debatten etwas mehr Unterstützung erbitten. Ja, das ist ja prima, dass wir so kluge Militärs haben, das meine ich ganz ernst, ohne jeden Zynismus, dass wir so kluge Militärs haben, die die Politik davor warnen, die politischen Entscheidungsträger davor warnen, in das nächste Abenteuer einzusteigen, ohne zu wissen, wie es ausgeht, ohne zu wissen, wie man wieder rauskommt und all die Sachen, die Sie vorhin so richtig genannt haben. Also das nur mal zur Klarstellung. Ich bin dankbar für die Militärs, die wir haben in diesem Land. Dennoch, wenn es in Syrien heißt oder in Libyen hieß, ihr könnt nicht zugucken, dass da ein Dorf massakriert wird oder eine Stadt, dann sagen wir müssen zugucken, weil wir es aus
Abwägungsgründen für nicht vertretbar halten, sind wir alleine in der Debatte gegen die Menschenrechtsforderer. Da würde ich mir manchmal ein klares Wort von Friedensethikern, ja, hätte ich mir gewünscht im letzten Jahr. Da müssen Sie halt ab und zu mal zu uns kommen und zuhören. Vielleicht hilft das dafür ja. Haben wir ja Veranstaltungen so wie diese? Nein, aber es geht. Müssen Sie geht mal darum. In die Öffentlichkeit gehen, nicht ich zu Ihnen. Ah, okay. Also, ja, wobei Öffentlichkeit auf, das ist auch ein Thema genau natürlich für Punkt. Ihre Seite. Das ist genau der Punkt, dann eben nicht dabei stehen zu bleiben. Und das wünsche ich mir ausdrücklich, dass wir in solchen Situationen nicht dann sagen, wir können leider nichts machen, weil so und so ist die Debatte gelaufen. Oder wir können militärisch reingehen und dann machen wir Responsibility to Protect. Beides ist doch Blödsinn. Es muss doch was dazwischen geben. Es gibt doch mehr als diese zwei Alternativen. Eine friedensethische Debatte, die immer nur diese zwei Möglichkeiten aufmacht, ist sowas von beschränkt und sowas von theoretisch. Und sie hilft niemandem. Das dient nur für Talkshows, wo man sich dann gegenseitig nochmal die bekannten Argumente vortragen kann. Wir müssen doch politisch kreativer mit diesen Konflikten auch und in diesen Konflikten umgehen können. Wenn es nur diese zwei Optionen gibt, die Sie dabei nennen. Aber Herr Enz, wenn es so weit ist wie in Syrien jetzt, dann haben Sie nur noch die zwei Möglichkeiten. Glauben Sie? Nein, ja, das glaube ich nicht. Nein, ich wollte das glaub gerade sagen. Zum Beispiel, es wird gefordert, die Einrichtung humanitärer Schutzzonen. Klingt wunderbar. Damit Flüchtlinge nicht beschossen werden. So, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht darüber, was das heißt. Wir jetzt als sozusagen für Soldaten verantwortlich. Variante 1, beide Bürgerkriegsparteien oder die Bürger sind einverstanden, dass in einer bestimmten Zone nicht geschossen wird. Dann reicht vielleicht eine geringe Militärpräsenz, um zu gucken, ob sie alle dran halten. Das muss politisch verhandelt werden. Dann könnten wir da eine Rolle spielen. Variante 2, eine der Seiten ist nicht damit einverstanden. Das ist ehrlich gesagt die wahrscheinlichere Variante. Dann muss man mit harter Gewalt einen solchen Schutzkorridor freikämpfen und frei halten. Und das, wenn man das will. Das ist was anderes als eine Invasion. Aber die bedeutet auch gegebenenfalls Häuserkampf, ständige Präsenz, Bewaffnung und alles Mögliche. Und das durchzudeklinieren, das tun wir intern, müssen wir nicht jetzt immer zu durchdeklinieren und kommen dann zum Ergebnis, humanitäre Schutzzonen sind, jedenfalls wenn sie konfliktuell sind, nicht sinnvoll. Öffentlich sieht man dann schlecht aus. Wer ist schon gegen humanitäre Schutzzonen? Nein. Also in meinen Augen sehen Sie da gut aus, weil Sie sich damit als einen Politiker auszeichnen, der tatsächlich diese Fragen durchdekliniert bis zum Ende und nicht leichtfertig mit diesem Leben umgeht. Genau das möchte ich sehen von der Politik und genau das wollen die meisten Menschen sehen, glauben Sie mir. Also da muss man sich nichts vormachen. Man sieht nicht gut aus, wenn man den starken Held spielt und sagt, ich gehe da rein und wir haben genug Militär und wir haben genug Waffen, wir machen die platt, das regeln wir schon. Das haben wir lang genug jetzt gesehen, die letzten 10 Jahre mit George Bush und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Das will keiner. Das bringt ja auch nichts. Wir wollen eine verantwortliche Politik, die wirklich nicht leichtfertig sagt, das machen wir so, das kriegen wir schon hin, das regeln wir militärisch, sondern die sagt, helft uns alle zusammen, auch ihr Kirchen, auch ihr Religionsführer, helft uns dabei nachzudenken, was können wir denn machen? Haben Sie mit den orthodoxen Kirchen vor Ort schon gesprochen? Haben Sie mit den muslimischen Führern schon gesprochen? Wie weit haben die ihre Leute eigentlich im Griff? Wie weit sorgen die dafür und können dafür sorgen, dass es da nicht, dass die Kämpfe in bestimmten Gebieten zum Beispiel dann aufhören, weil es da die religiösen Oberhäupter schaffen, ihre Leute zu beruhigen? Es gibt mehr Möglichkeiten, aber wir müssen sie nutzen.